Wie spät ist es eigentlich? Ja. Oh. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Freien Demokraten sind nach wie vor daran interessiert, dass Deutschland eine stabile Regierung bekommt. Und wir haben am heutigen Tag intensive Gespräche mit CDU, CSU und Bündnis 90 Die Grünen geführt. Wir haben in vielen Bereichen Übereinstimmungen festgestellt. Insbesondere würdigen wir, dass wir gemeinsame Positionen mit der Union in Fragen der Europapolitik erreicht haben. Wir freuen uns darüber, dass auch intensiv über Fragen der Digitalisierung und der Bildungspolitik gesprochen worden ist. Allerdings gibt es noch unterschiedliche Auffassungen, insbesondere in der Frage der Einwanderungs- und der Finanzpolitik. Und wir haben gemeinsam entschieden, dass wir die nächsten Tage nutzen sollten, um die noch bestehenden Unterschiede zu überwinden. Wir halten sie auch für überwindbar. Mit dem heutigen Abend sollte für uns nicht die Möglichkeit enden, eine Regierung zu bilden, die in Deutschland wirklich eine neue Politik ermöglicht. Ein solches historisches Projekt, wie es eine Verbindung von FDP, Union und Grünen wäre, darf nicht einfach an ein paar Stunden, die fehlen, scheitern. Und deshalb haben wir alle unsere Gremiensitzungen für den morgigen Tag abgesagt und werden im kleinen Kreis der Verhandlungsführer noch weiter sprechen, um die verbliebenen Differenzen zu überwinden. Ich glaube, dieses besondere Projekt ist es wert, noch ein wenig Zeit zu investieren. Sind Sie denn einen Schritt weitergekommen heute? Wir sind heute ganz viele Schritte weitergekommen, aber trotzdem bleiben noch viele Fragen offen. Und das ist ja auch keine Überraschung, wenn Parteien, die völlig unterschiedliche, auch widersprüchliche Wähleraufträge haben, miteinander sprechen, ist doch klar, dass auch Dinge überwunden werden müssen. Alle diejenigen, die sagen, die Parteien seien im Zweifel nicht unterscheidbar, die werden doch eines Besseren belehrt durch diese Gespräche. Wir nehmen alle sehr ernst das, was wir unseren Wählerinnen und Wählern vor der Wahl gesagt haben. Und da bringen wir auch um Lösungen und um Gemeinsamkeiten. Und wir sind an vielen Stellen auch Schritte weitergekommen. Aber wir sind noch nicht am Ende eines Prozesses. Und wir haben wirklich den Optimismus, dass das gelingen kann. Selbst wenn heute beispielsweise in der Einwanderungspolitik und in der Finanzpolitik doch noch Fragen offen geblieben sind. So, und jetzt wünschen wir Ihnen einfach eine gute Nacht. Und wir sehen uns wieder. Das ist sicher. Ja, wir haben noch genug Zeit. Also alles Gute, gute Nacht.